Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir haben letztes Mal Spanien wieder unter unserer Kontrolle gebracht. Yep. Genau, dann haben wir unser Bündnis mit den Massilia aufgehoben, weil Britannien hat die angegriffen und wir hätten dann Krieg mit Britannien anfangen müssen, aber das ist noch zu früh. Also 10 Jahre zu früh. Und genau, das mache ich dann später. Genau, in Salvate hier oben. In Sarmatien werd ich jetzt nächste Runde landen. Und das da werde ich jetzt nächste Runde auch aufheben. Dann hier, unser Kaiser wird das jetzt auch nochmal einnehmen, weil Syria war eigentlich schon, ja, das brauchen wir jetzt nicht, nicht zu kämpfen, weil Syria, also das heißt Dura auch noch, war bis, bis 70 nach Christus in römischer Hand und dann ja um also Osten der Osten war eigentlich immer relativ umstritten im römischen Reich, deswegen war die erste Legion zum Beispiel sehr lange hier oben in Antiochia stationiert und musste dann immer wieder runter nach Jerusalem, vor allen Dingen als in Jerusalem dieser Riesenaufstand passiert ist. So, du bekommst auch jetzt noch was. Und okay, aber warte, du hast nur noch 18. Ach, weil, okay, weil die Stadt gerade belagert wird, kann ich das nicht bauen. Ist ja klar. Gut, jetzt, wie gesagt, diese Runde werden wir Sarmatien angreifen und vielleicht wird Saba uns angreifen. Das wäre natürlich super. Weil dann könnten wir nochmal ein Gefecht sehen. Und nicht die ganze Zeit irgendwelche blöden, langweiligen Agentenaktionen. So, und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir mit Kusch und mit Saba, also nachdem wir die letzte Stadt von denen, sieh mal eine an. Das ist ja jetzt interessant. Antiochia wird belagert. Okay. Ja, wir müssen schauen, dass wir mit Kusch und Saba dann danach Frieden schließen, damit die uns nicht nerven. Okay, ein Attentat auf euch plant. Was tut ihr? Leibwachen, Verdächtige einsperren. Ja, wir können Leibwächter. Okay, Umsturz. Okay, Siedlung ist egal. Okay, das da ist halt. Ja, wer hat sich aufgelöst? Diese Agenten immer. Mein Können steht euch zur Verfügung. Meine List kennt keinen. So, super, dann bekommst du hier noch ein Level. Du musst leider noch kurz hier bleiben. Der ist jetzt weg. Wo ist der hin? Mein Werk ist vollbracht.
Da ist er hin. Okay, hier. Da komme ich nicht ganz hin. Aber mit der komme ich da hin. Gut, das würde ich kämpfen. Weil ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist. Ich könnte aber also mit der Flotte in seinen Rücken rein segeln. Und also mit denen werde ich auf jeden Fall am Anfang ziemlich viel Unruhe stiften. Das Ding ist halt, dass ich ihn angreife. Das heißt, wenn er schlau wäre, was er nicht ist, würde er hier oben ausharren und eben die komplette Flotte von mir wäre dann unnütz quasi. So. Hier und da. Ja, komm. Meine Verstärkung kommt da. So, und ihr segelt jetzt mal nach da. Genau. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Okay. Ah, da ist die Stadt. Schneller rudern. Rudern, ruder minute. Nur zwei Leute schieben das. Das ist ja krass. Weil so schnell, die müssen hinterher joggen. Sehr heftig. Rammt euch noch nicht gegenseitig hier. Eigentlich habe ich euch alle gemeint, aber okay, achso, ja, okay, die sind noch nicht fertig. Okay, ich glaube, der geht jetzt in Schussreichweite und meine können nicht so weit schießen. Sehe ich das richtig? Ich kann es aber mal probieren. Ah, die kannst du schaffen. Warte mal. Ich mach mal so weit es geht. Ja, okay. Die schaffen wir jetzt auf jeden Fall. So. Doppelte Geschwindigkeit. Genau, die kommen jetzt dahin. Die kommen noch da. Und noch da.
Und der Mops kommt hier. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Artillerie zu euren Diensten. Okay, die checken das nicht, wie sie schießen sollen. Na, dann tue ich die mal wieder zurück. So, hier kommt der Feind. Ich glaube, er hat uns gefunden. Ist er geschnappt über? Boah. Wow. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Wow. Das war ziemlich krass. Doppelte Geschwindigkeit! Nahkampfinfanterie! Roma! Nerve! Vigiles! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit zum Einsatz! Auf den Angriff vorbereitet in Schildkrötenformation! Vigiles! Mhm. Unser General wird angegriffen. Ja, komm. Ups. Entschuldigung. Upsi. Sneezy. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Jetzt, wenn ihr jetzt kommt, bekommt zu Schläge hier. Bekommt zu Schläge. So, sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was ist das denn jetzt hier? Die Männer wanken. Ah, das ist egal. So. Also.
Jetzt joggen die mal nach oben. Die laufen mal hier hin, die da hin. Bitte Wurfsperre. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Hä? Cool. Ein Bug hatte einmal eine gesamte Einheit gekickt. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So. Stolze Römer! Doppelte Formation einnehmen! Jetzt! Angriff! Führung! So, dann ist er ein bisschen schneller. So, ja, kann mir eigentlich vorspulen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dreh. Das. Ihr dürft frei weiterlaufen. Der feindliche General ist. Das ist gut. Das ist doch wunderbar. So. Ups. Rausgetappt. Entschuldigung. So. Blablabla. So, gut. Also, der da ist ja gefallen, was auch nicht wirklich schlimm ist. So. Genau, dann fangen wir hier mal an. Seeblockade. Okay, eine Runde werden wir hier warten. Und dann werden wir mal schauen, ob das wirklich so schwer ist. Wie er es sagt. So. Ja. Weil der jetzt da nicht helfen kann, ne? Das ist super. Hab ich dir nicht gesagt, dass du den militärisch ausbilden sollst? So, du hier unten musst wieder ziemlich schnell hier hoch, weil bald fängt nämlich der Germanienfeldzug an. So. Ah, hier kann ich wieder was Neues machen.
Hier kann ich was Neues bauen? Nee. Jupiter. Hier kann ich was Neues bauen? Essen. Und, hier Zeus. Gut, das war's. Und jetzt versuche ich mit denen. Stellt meine Geduld nicht mit euren Stumpfen. Mein Herr wird beunruhigt sein, aber ich stimme zu. Unsere Generäle würden meine Haut. Okay, dann versuchen wir es auch bei denen. Mit der Zeit fangen zwei Dinge an zu stehen. 4000, easy. Eure Weisheit ist eine Auszeichnung für euer Volk. Ich werde zuhören. Ein Ertrinkender ist sowieso egal. Sich an alles. Wie gut, aber da brauchen wir noch hier in Syrien, deswegen apropos Syrien. Da ist auch easy. So, sehr schön, dann bekommt unser Kaiser, der junge Kaiser, bekommt auch nochmal eine ganze Ladung. Eine streitsüchtige Ehefrau hier. Nice. Moral, lieber Kinder bekommen. Auch mit einer streitsüchtigen Ehefrau kann man das machen. So, Rinderfarm. Und das mache ich weg. Puh, also. Wir könnten mit dem Petra angreifen. Ui. Oder es auch lassen. Hier gibt es nicht wirklich gute Einheiten. Der hat auch nur noch drei weniger hat er. Der Legion 1 hol ich mal auch nach oben. Genau, hier baue ich nämlich eine Kaserne, falls Kusch wieder mal auf dumme Gedanken kommt. So, aber wie es dann weitergeht, sehen wir erst das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!